Dieses Haus ist ein echtes Geldgrab. Im Auftrag eines Investors analysieren wir gemeinsam in diesem Video ein Objekt hier bei Philadelphia. Aber Finger weg! Warum die Bude ein echtes Geldgrab ist, erfährst du in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas, auf meinem Kanal geht es rund um das Thema US-Immobilien. In diesem Video hier stelle ich dir einen Mehrfamilienhausdeal vor, den ich im Auftrag eines deutschen Investors hier bei Philadelphia analysiert habe. Vom Exposé her schaut das Haus wirklich super aus, die Zahlen funktionieren. Aber beim Hausdurchgang, ja, der hat es in sich. Warum das Haus das Prädikat Finger weg von mir bekommt, erfährst du am Ende des Videos. Woher kam dieser Deal? Der Deal war in meiner Suche ein Suchergebnis in dem MLS, also diesem Multiple Listing Service, diesem System für Makler, diesem Immo-Scout für Makler. Ich bin kein Makler, aber ich habe Zugriff zu diesem System, zumindest für die Region Philadelphia. Da tauchte der in meiner Suche auf und war aber, wie gesagt, nur intern. Nur in dem MLS, nicht in den öffentlichen Portalen für die erste Woche oder zwei Wochen. Das weckte auch das Interesse eines deutschen Investors, mit dem wir die Ergebnisse uns gemeinsam angeschaut haben. Und der war aufgrund der Bilder, der Zahlen und des Exposés Feuer und Flamme. Der wollte gleich zuschlagen und hat gemeint, Lukas, das machen wir, schau es dir bitte mal vor Ort an. Das habe ich auch gemacht, aber inzwischen ist dieses Exposé auch in den öffentlichen Portalen repliziert, also von dem MLS. Nach ein paar Tagen geht es dann auch in die normalen Portale, in die frei verfügbaren Portale. Und jetzt schauen wir uns das Objekt einfach mal gemeinsam bei Zillow.com an. Den Link zum Objekt, den setze ich dir natürlich auch unter das Video, da kannst du selber nochmal schauen, falls es dann natürlich noch online ist. Los geht's. Das ist das gute Stück. Also von außen sieht es ein bisschen verrammelt aus. Also jetzt ungepflegtes Landscaping hier. Sieht ein bisschen boarded up aus. Also boarded up wäre zum Beispiel, wenn jetzt die Fenster vernagelt wären oder sowas. Aber wir sind ja auf der Suche nach Opportunities. Hier ist das gute Stück. Zillow 229.500, 5 Bedrooms, 2.300 Square Feet und hier in der Madison Avenue, Prospect Park. Prospect Park ist ein bisschen südwestlich von Drexel Hill, also alles Großraum Philadelphia, in dem Fall 10 Minuten bis zum Airport. Hier sehen wir auch die Karte dazu. Street View. Sieht ganz gut aus, also ist eine schöne Gegend. Back to Map. Hier ist das Objekt. Also hier ist wirklich der Airport Philadelphia. Das sind 10 Minuten, wenn überhaupt. Das ist Downtown Philly. Da ist man schneller am Airport als in der Stadt. Also von der Lage her ist das wirklich gut. Hier vorne die Vororte, die sind alle... Ja, also das nur hier unten ist ein bisschen schwierig. Aber die anderen sind alle super. Also da kann man nichts sagen. Lage, toll. Preis, na, ist eigentlich auch toll, wenn man sagt, dass es ein Mehrfamilienhaus ist. Da stimmt das eigentlich auch. Was sehen wir hier? Wir haben 12 Tage auf Zillow, 1300 Views. Was kann das Haus alles? Es ist ein Duplex, 1910 gebaut. Laut Aussage der Makler eines Central AC. Gasanschluss. Und der Preis pro Squarefoot ist $99. Also da kann man nichts sagen. Also das ist eigentlich ein super Deal, wenn das alles so stimmt und passt. Gut, auf den Zillow Zestimate hier von 229.500 braucht man nicht eingehen. Der ist whatever. Rein zufällig dasselbe, was die Makler eingetragen haben. Was sehen wir hier noch? Das Listing haben sie schon mal probiert. Oh, für 95.000 2016. Gekauft haben sie es 2014, wie hier unten aufgeführt, für 32.000, für $14 der Squarefoot. $14 und jetzt für $99 der Squarefoot. Ja, hätte. Da hätte man früher anfangen müssen. Sei es drum, was haben wir noch? Monthly Costs interessiert uns nicht, Downpayment interessiert uns nicht, Rent Value. Ja, nein. Das schauen wir uns gleich nochmal an den Zahlen, ob das ein realistischer Rent Value ist. Weil Zillow immer nicht so richtig versteht, dass es sich hier um ein Mehrfamilienhaus handelt und was noch nebendran sein kann. Also der Wert auch mit Vorsicht zu genießen. Für Selbstkäufer bzw. für die zukünftigen Tenants ist das gar nicht schlecht. Die Schule hier mit einer 7 und einer 6, also das ist schon sehr, sehr gut.
halt was Wichtiges vergessen. Und zwar bei den Prices gibt es auch noch die Tax History. Die ist in dem Fall auch relevant. Hier sehen wir, dass das Haus so um die 4.000 bis 6.000 Dollar kosten wird. Also hier ist immer mal ein bisschen Unklarheiten, wenn Leute ausstehende Steuerzahlungen haben und ähnliches, dann kommt immer dieses Tool durcheinander. Das muss man nochmal genau prüfen, aber in dem Dreh 4.867, das kann schon hinkommen. Das klingt realistisch. Gut, das waren die Zahlen. Schauen wir uns mal das Haus an sich an. Was sagen uns die Bilder? Also hier haben wir 3 Etagen, also First Floor in den USA, Erdgeschoss auf Deutsch, Second Floor in den USA, erstes OG auf Deutsch und Third Floor, also zweites OG auf Deutsch. Das sieht ein bisschen gestückelt aus, aber ist nicht schlimm. Also sieht, ja, die Fenster sind hier zumindest neuer. Das sieht hier ein bisschen abenteuerlich aus. Die Footings, also die Fundamente, müsste hier mal checken. Die Treppe, naja gut, Landscaping ist ein bisschen überwuchert. Hier sieht es ein bisschen nass aus. Da fehlt auch eine Regenrinne, ein Fallrohr, genau, so rum. Ja, ne? Das sieht auch nicht schlecht aus. Granite Countertops. Die Schränke sehen gut aus. Elektrik schaut vorbereitet aus. Wände sehen gut aus. Fußboden. Also bei der Küche haben sie sich schon mal ein bisschen Mühe gegeben. Also das ist hier nicht die Oberklasse, sondern das ist wirklich Home Depot Style. Also Home Depot ist sozusagen die, nicht Low Budget, aber ja. Aber so in Ordnung. Also das ist vollkommen okay. Hier sieht es ein bisschen eingestaubt aus, aber sei es drum. Fußböden, einmal quer, einmal längs. Gut, kann man so machen. That's one way to do it. Farbe sieht gut aus. Das sind die Vorbereitungen für Waschmaschinen und Trockner hier. Okay. Elektrik sieht neuer aus. Wände sehen gut aus. Ah, hier haben wir Carpet, oder? Also Teppich, Fußboden. Aber hier sieht doch ordentlich aus bisher. Türen sind wohl auch neu. Ein bisschen Farbe. Gespeckelt. Speckle geputzt, ne. Mörtel, whatever, also wie man die Trockenwand zumacht. Putz, na. Was ist das jetzt hier unten? Das war, glaube ich, mal der Abgang zum Keller. Das Erdgeschoss, hier stehen noch. Eine Klimaanlage ist das, glaube ich. Fenster sind zumindest neuer, also sind hier noch zumindest die Aufkleber dran. Heißt nix, habe ich auch schon anders gesehen. Da sind die Aufkleber dran und das Fenster vergammelt. Also, das sagt gar nichts. Electric Panel in der Wohnung. Okay. Da ist aber nichts drin. Ja, interessant. Gut. Die Fenster, die Window Sills heißt das, also diese Fensterrahmen, die sind relativ mitgenommen. Hier muss man gucken, ob das nicht auch Blei ist, wenn es noch die Originalen sind. Also da wurde Blei verwendet in diesen Fensterrahmenfarben. Also für Trims und Window Sills. Hier oben ist entweder nicht richtig gemalert oder, na, ich tippe mal auf gemalert. Badezimmer, schön, Plastik Standard hier. Toilettenvorbereitung, Sink, Waschbecken und eine Schaufel. Na gut. Ah, das ist die andere Küche. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Auch Granite, Backsplash hier, schön geteilt, also mit Fliesen. Glastür. Oh ja. Oh, na, hier ist ein bisschen spannender. Das Electric Panel. Ja. Hier sind auch die Windowsills, also diese Fensterrahmen und Trims, ein bisschen mitgenommen hier. Das muss man nochmal im Detail angucken, was da los ist. Aber so eigentlich ist doch super, oder? Also von daher ist natürlich noch was zu machen. Das ist ein Projekthaus, ganz klar. Aber auf den ersten Blick, die Zahlen, der Kaufpreis stimmt, der Quadratmeterpreis ist vielleicht, na, könnte man noch was machen. Weil hier noch ein bisschen was zu tun ist. Aber so vom ersten Eindruck her ist da eigentlich nicht viel zu machen. An diesem Objekt. Okay, hier die Tür sieht ein bisschen wild aus. Anderes Badezimmer. Und da ist es auch ein Einkommensstrom für dieses Haus. Also eine riesengroße Garage hinten dran. Das sieht auch relativ super gemacht aus. Also hier diese ganze Slab, das Fundament, der Boden, die Wand. Also alles Holzbau, aber das ist okay.
verkleidet, hell, trocken. Was der Efeu hier drin macht, das ist eine ganz andere Frage. Okay, also von hinten außen, na, dieses Deck, das ist glaube ich rum. Schön die Metalltreppe, sowas ist teuer neu zu machen. Das Dach sieht auch relativ gut aus. Die Außenwände, naja, das ist Stucco, also Putz. Da gibt es hier eigentlich immer Probleme. Und hier, diese Fassade oder diese Verkleidung, das ist noch original, das ist ganz klar Asbest. Also das sind diese Asbestschindeln. Und das ist ein Schmuckstück für dieses Property, also für dieses Objekt hier. Da ist eine riesengroße Garage, ein riesengroßes Tor, sogar dieses Sicherheitsbumper hier, dass man da nicht die Ecken anfährt. Aber irgendwie fehlt hier eine Zufahrt, oder? Ja, interested in touring this home? Sure. Und das werden wir auch gleich machen. So, das war das Zillow Exposé, von daher eigentlich super, aber nehmen wir einfach mal die Zahlen, die wir hier gesehen haben und tragen die in unser Tool ein und schauen, ob dieses Haus, ja, eine Cashcow oder ein Geldgrab wird. Übernehmen wir die Zahlen aus dem Zillow Listing einfach mal hier in das Google Sheets Tool. Dieses Google Sheets Tool, den Link dazu setze ich dir unter das Video, den Link einfach anklicken, dann kommst du hier auf diese Übersicht. Und dann kannst du hier unter File, Download, dir das Ganze als Excel-File auf deine lokale Festplatte ziehen und mit den Zahlen einfach mal rumspielen, vielleicht auch andere Häuser damit analysieren. Gehen wir es mal durch für dieses Madison Avenue Haus hier. 229.500 wollen die Verkäufer haben. Wir sagen, wir kommen mit 100% rein, also 100% Down Payment. Das ist ein Cash Deal. Deswegen sind die nächsten Felder irrelevant. Closing-Kosten sind so circa bei 3%. Reparaturkosten, also was ich bisher gesehen habe an diesem Haus, mit allem drum und dran, grob geschätzt, mit Puffer würde ich sagen, 35.000 wären die Reparaturkosten für dieses Objekt, weil laut der Fotos war fast nichts zu machen. Fast nichts. So, Taxes, also die Steuern haben wir gesehen, 4.867 plus minus ein bisschen was, ist ein Richtwert. Versicherung für so ein Haus in dieser Größe, circa 1.800 im Jahr. Dann Hausverwaltung 10%, Rücklagen 10% und Wartung. Other Costs sind zwei Apartments, eine Wasseruhr. Ja, ich würde sagen, das Wasser geht auf den Vermieter. Müsste man gucken, ob man das umlegen möchte und kann. Aber wenn man hier nochmal 1800 als Kostenpuffer mit einrechnet, ist man, glaube ich, auf der sicheren Seite. Das war die Ausgabenseite. Schauen wir uns die Einnahmen an. Also hier haben wir die Leases. Das sind alles zwei Bedroom-Apartments, zwei Bedroom, ein Bad, beziehungsweise eine war, glaube ich, sogar ein Drei-Bedroom, aber das ist so ein bisschen Diskussionsfrage. So ein Zwei-Bedroom in dieser Gegend vermietet sich für $1,250 im Monat, was auch konservativ gerechnet ist. Da ist aktuell der Mietmarkt verrückt, da geht noch mehr, aber da bin ich lieber auf der konservativen, auf der zurückhaltenden Seite. Hinzu kommt noch die Riesengarage. Also diese Garage an sich ist ein super Business Case. Damit kann man auf jeden Fall einen Contractor, also einen Handwerker oder einen Landscaper, also einen Landschaftspfleger, begeistern. Der kann da seinen Fuhrpark unterstellen, Maschinenpark, was auch immer. Das kriegt man locker für 700, wenn nicht sogar noch mehr vermietet. Aber bleiben wir konservativ. Das heißt, 3.200 wäre die Einnahmenseite für dieses Haus pro Monat. Das sind diese 3.200. Anderes Income habe ich jetzt hier noch nicht eingerechnet, was andere Business Case wären. Ist für unseren Fall egal. Leerstand 5%, also ein Monat Turnover vielleicht pro Unit oder ein paar Wochen. Das ist auf jeden Fall realistisch. Das ist mehr als realistisch. Was heißt das? Schauen wir uns die KPIs an. Also wir haben ein Multiple von 7. 7. Der Faktor ist 7. Die Bruttomietrendite 14,15%, Cash on Cash 7,5% vom Start im Jahr 1. Eigentlich unschlagbar. Cashflow im Monat $1,694. Finanziert man das jetzt mit einer Bankfinanzierung? Weil hier in diesem Fall braucht man natürlich $271.385 Cash. Wenn man das mit einer Bank finanzieren würde, zumindest den Kaufpreis, bringt uns das 13% Cash on Cash inklusive Principal. Das heißt, auf lange Sicht wäre das natürlich noch eine Variante, entweder Cash kaufen, das ist für die Verkäufer natürlich interessant, oder mit einer Bank kaufen, dann hat man direkt diese Cash on Cash Rendite, beziehungsweise man kann ja später noch refinanzieren.
Für unseren Business Case, wir gehen von 100% aus. Der deutsche Investor möchte da Cash investieren. 271.000 Kapitalbedarf für dieses Objekt. Kommen wir zum Seller's Disclosure. Das Seller's Disclosure ist ein Dokument, was die Verkäufer von Häusern hier verpflichtend ausfüllen müssen. Das heißt, sie müssen da in diesem Dokument hinterlegen, disclosen, offenlegen, welche Schäden und welche Probleme ihnen bekannt sind, was das Haus alles hat, was es kann, was mitverkauft wird und was halt eben nicht. Dieses Dokument ist Vorschrift, das ist Gesetz. Und was steht drin? Ja, in diesem Fall ist es ein 11-seitiges Standardformular, in dem die Verkäufer offenlegen, dass sie erstens eine Firma sind, also eine LLC. Zweitens geben sie offen an, was sie müssen, dass sie registrierte Realtors, also Makler, hier in Pennsylvania sind. Also sind zwei Makler, die zusammen eine Firma haben und dieser Firma gehört das Haus. Und das ist zumindest die Struktur, die sie schon mal offenlegen müssen. Dann steht auch drin, dass sie das Haus 2014 gekauft haben und nach kleiner Recherche in den Steuerunterlagen ist das auch für 32.000 damals über den Ladentisch gegangen. Also für 32.000 haben sie es damals gekauft und jetzt wollen sie es für 230.000 7 Jahre später verkaufen. Keine schlechte Rendite, wenn es klappt, oder? Was steht noch drin? Zum Dach ganz speziell gibt es einen Abschnitt, da steht drin, dass die nicht wissen, wann das Haus ein neues Dach bekommen hat, dass sie keine Garantie oder irgendwelche Rechnungen oder Aufträge dazu haben, dass sie es nie reparieren mussten und dass es auch nie ersetzt wurde bzw. irgendwas entnommen wurde. Dann haben wir Issues. Has the roof or roofs ever leaked during your ownership? Antwort, unknown, das ist denen nicht bekannt. Waren da irgendwann mal Leaks oder Feuchtigkeitsprobleme in der Attic, also in dieser Zwischendecke oben? Ja, das ist denen auch nicht bekannt. Ist euch bekannt, dass ihr irgendwelche Probleme mit den Dächern, mit den Dachrinnen oder den Regenrinnen und ähnlichem, den Fallrohren und ähnlichem habt? Nein, ist nichts bekannt. Gut. Nächster Punkt, Termiten. Ist euch bekannt, dass irgendwie Termitenbefall in dem Haus ist? Nope. Ist euch bekannt, dass irgendwelche Schäden von Termiten in diesem Haus entstanden sein könnten? Nope. Und behandelt wurde das auch nicht, weil es sind ja keine Schäden, also muss es ja auch nicht behandelt werden. Gut, soweit so gut zum Dach und zu den Termiten. Gibt es in diesem Haus Schimmel oder wisst ihr von irgendwelchen Tests, dass da Schimmel ist oder irgendwelche Pilze oder irgendwas anderes, was die Innenraum-Luftqualität von diesem Haus beeinträchtigen könnte? Nope. Dann gibt es noch einen ungewöhnlichen Disclaimer, also ein Ausschlusskriterium. Das ganze Formular, 11 Seiten lang, ist wirklich Standard. Also das ist wirklich Standardbestandteil jedes Verkaufsprozesses und Kaufsprozess. Aber dieser Passus hier, der passt eigentlich gar nicht rein. Also da haben sie nochmal bei den Attachments oder bei den Zusatzvereinbarungen reingeschrieben, dass sie das nach ihrem besten Wissen ausgefüllt haben. Das ist eigentlich der Normalfall, dass das ein Verkäufer, das ist implizit eigentlich, das muss man nicht extra erwähnen. Jeder füllt das aus und er schreibt unten drunter, dass er das ausgefüllt hat nach bestem Wissen und Gewissen. This disclosure is for an informational purpose and the seller does not warrant any of the information. Das heißt, die könnten auch reinschreiben, was sie wollten, dass das Haus eine Goldgrube ist, dass das mit goldbeschlagenen Fenstern ausgestattet ist und ähnliches. Aber sie garantieren ja für gar nichts. Sie sind ja für nichts verantwortlich da. Alter, du hast doch eingangs gesagt, dass die beiden Eigentümer Makler sind und keine Bausachverständigen. Los geht's. Und was ist mit dem Disclaimer, den ich gerade eben gezeigt und vorgelesen habe? Ja, okay, okay. Schauen wir uns das Haus einfach mal an. Gehen wir rein, auf geht's.
the Frank, was haben wir denn hier Feines? Okay, es sieht aus wie zusammengestückelt, aber ist, glaube ich, wirklich ein Haus. Stucco, komische Paneele. Oh, da ist dem Bauherrn wieder das Geld ausgegangen, glaube ich. Fenster sehen wir gleich. Die sind neu, ja, nicht neu, aber neu, ja. Da fehlen schon Shingles oben, also Dachschindeln fehlen. Der Kamin hat kein Capping oben drauf. Die Dachrinnen fehlen, zumindest oben. Halt, da sind welche, da fehlen nur die Downspouts, also die, wie heißt das, Fallrohr? Ja, Fallrohr fehlen. Links, Mitte, nee, Mitte ist da, ganz rechts fehlt es bloß. Okay, was sehen wir von der Seite? Hier sehen wir drei Zähler, das heißt, es sind zwei abgetrennte Einheiten und ein Hauszähler sozusagen. Das heißt, ein Apartment, ein Stromzähler plus einer fürs Haus. Oh mein Gott! Also die Bäume stehen schon ziemlich nah. Das Grundstück ist eigentlich ganz cool, aber die Bäume sind riesig. Stucco an der Seite überall. Solche Paneele, wie sie vorne dran sind, wenn die noch original sind, dann könnte das sogar Asbest sein. Aber ich glaube eher, dass es schon Plastik ist. Fenster sind gerade auch sehr rar. Das ist auch so ein knappes Gut scheinbar irgendwie gerade. Also das ist der Wahnsinn. Das sind 6 Monate Lieferzeit, keine Seltenheit. Was sehen wir hier noch? Da hinten am letzten Fenster unten, da sind so Hauptschalter, 2 Hauptschalter, links und rechts einer, und dann kommen so ein paar Rohre raus. Das heißt, die haben schon eine Klimaanlage vorbereitet zumindest. Und solche Dinger stehen meistens da, wenn da Klimaanlagen eingebaut wurden oder werden sollen. Das heißt, da ist ein separater Stromabschalter, das ist, glaube ich, Code, also Vorschrift. Und die Kondenswasserleitung unten sieht man auch. Cool. Alright, I'm gonna go ahead and grab the key out of the loft box. Cool. Hey. Oh yeah. May I join you? Just to get a picture from the outside there. Yeah. Your name is Lucas, right? Yeah, I'm Luke, yeah. Lucas or Luke? Lucas is my son's name, but he spells his with a C. I'm with a K, yeah. So it's the yes. Whoa, what the? That's a cool one. Definitely, that's a cool one. Oh my gosh. Wenn das die original Fliesen sind, dass die Schindeln sind, dann ist das aber auf jeden Fall Asbest. It is. That's the entrance? Got it. Oh, that is interesting. Oh, it's gonna be fun. Cool. I'll just stay out of your room and let you. Yeah, I will do my chores. That's not even Home Depot. Shoot. Oh shoot, the electric pen. That's gonna be fun. Cool. Alrighty. But that's did not see anything which scares me right now, so that's why do they sell it? Pretty sure we have lead, pretty sure we have asbestos on the backside. I am pretty sure that's gonna be fun. Oh yeah. Just
Okay, what is the layout? That's the old stairway, I think. It is. So, where to start? That's the sink, Waschbecken, Toilette, Greenboard, Zementboard heißt das, Standard Shower, Recessed Lighting, let's start on top. Yeah, water, Wasserschaden. It's a nice layout. Wasserschaden übermalt. Oh man. There is. That's not even permitted. Not at all. Nicht erlaubt, 100% nicht. Hier würde ich sagen, sind ein paar Mäuschen in der Decke. Mäuschen. Wasserschaden. Wir haben, glaube ich, einen Wasserschaden. Wir haben Droppings, also das sind Mäusequot. Wir haben hier frische Holzspäne, das ist der Holzbock. Immerhin, wir haben hier eine schlechte Isolierung. Wasserschaden. Eieiei. Oh my gosh, that's not permitted. We have severe water damages all over this place. We have mouse droppings all over the place. That's a quick one today. The mouse droppings. This is... No, the scary part is down here, believe me. There is a reason why they wanted us to start on top. Yeah, and you can smell it. Oh, I can smell with my mask on. It's wet. That's wet. Oh, wow. That's the patio. And it's wet all over. That's severe. That's severe damage. If we... here we go. There's mold. Yep, that is mold. But all the equipment is here, so at least the AC, the water tanks, they removed it. But the basement is interesting. Electric is even wrong. Das müssen GFCI Outlets sein, also mit Sicherung wie der hier. Sind es aber nicht, weil sie in 2 Fuß vom Waschbecken weg sind. Schränke.
another bathroom. So, Stucco von außen, alles Mist. OMG. Und überall Water Stains, also hier, der Pelz überall ab. What the frick? Where is the fun part? Where is the basement? It's the electric panel. I like the floor panel. That's a nice house, but it's wet all over. They never dried it out. Now, let me just double check to make sure this place has this. It must have a basement. So, do we have to leave over the stairs again? Yeah, mm-hmm. I think so. Or I could let you out down here, and I could just show up. I'm pretty sure there is a basement entrance somewhere. No trespassing signs. Oh, yeah, there is a basement. Oh, there is a reason why they do not want to leave us here. Oh. Okay. No, take your time, it's no rush, so I think we are basically done. So I do not expect something fancy in the basement, but I just wanted to see this. Okay, you can get in, right? Yeah. There is nothing. No door. There is the door. There is the fun part. And that's asbestos, that's the original. Cool. Also Riesenbäume, die übers Haus wachsen. Außenhaut im Arsch. Oh Mann. Dach im Arsch. Also Dach haben sie, glaube ich, nie richtig gemacht. Deswegen sind alle Änderungen, die sie jeweils gemacht haben, für die Katz gewesen. Da wächst schon der Holunder, ist das, oder? Oh Mann. Aber die Gegend ist nett. Das Haus ist eigentlich auch cool. Aber da ist echt viel dran zu machen. Also, wollen Asking Price ist, ich glaube, 2,29. Also 229.000. Das Grundstück ist riesig. Und das Ding hier ist auch interessant. Can we get in there? Watch your step. So that's, don't do this if you. Here we go. That's crazy. Thanks for joining. Yeah, no problem. Is that one didn't open? This was, yeah, it is open. Oh, but good. This, I don't have the right shoes for this basement. Oh, it's open? Oh, shoot. And with plants in there. Hello, hello, hello. It's a nice one. Incredible. The driveway is crap. You cannot even drive by. You need my pickup or something like this because it's way like
But this is a nice one here. That's the nicest place in the entire property. It is. Cool. Cool. It's totally new. Everything is in shape. Huge garage door. Even with the security stuff here for you, you do not bump into the corners. But no driveway. Yeah, there it is. Thank you so much. Thanks for your time. No, no problem. It was nice meeting you. Pleasure. See you soon. See ya. Nach dieser Vorortbesichtigung ist ganz klar, das Prädikat für dieses Haus ist Finger weg für den Investor. Oder eben auf viel, viel mehr Kosten vorbereitet sein. Denn das, was wir gesehen haben, ist ganz klar ein Geldgrab. Da kommt noch was, da kommt noch eine Menge. Die Reparaturkosten sind mindestens um die 100.000. Also hierzu zählt das Dach. Die Struktur, die muss gecheckt werden bzw. korrigiert werden, weil nämlich dieses dritte Obergeschoss bzw. zweites Obergeschoss, dieser Third Floor, diese Treppe, die man nur so betreten konnte, das ist nicht strukturell korrekt. Das ist, wird nie und nimmer irgendwie genehmigt werden. Also das, heutzutage kriegt man dafür keinen Approval mehr, also keine Genehmigung, keine Permit. Alle Wände und Decken müssen auf Feuchtigkeit geprüft werden. Die haben das damals, glaube ich, nicht trocken gelegt, haben einfach die Trockenwand dran gemacht und die saugt natürlich jetzt das Wasser auf. Das heißt, das muss alles wieder runter, das muss gemacht werden. Also jede Menge Strukturarbeiten. Der Schimmel und der Asbest, die müssen beseitigt werden, beziehungsweise Asbest muss nicht unbedingt beseitigt werden, wenn man diese Schindeln in Ruhe lässt und nicht irgendwie disturbt, also nicht irgendwie anfasst und aufsägt oder sonst was, dann ist es kein Problem. Wenn die nur da sind, sind sie nur da und dann stört es auch keinen. Richtig teuer wird der Driveway. Beim Driveway ist unklar, wem der Driveway gehört, beziehungsweise wer für die Wartung, Pflege oder auch den Ausbau zuständig wäre. Der geht über mehrere Parzellen, also das ist wie so ein T angelegt, da kommt man von beiden Seiten ran und das Haus ist faktisch das Ende der Sackgasse, na nicht ganz. Die Halle ist schön, das Garagentor ist riesengroß für tolles, großes Gerät, aber wie du gesehen hast, mit einem kleinen Pickup ist es schon eng, da hinten rumzufahren. Also jemand, der einen Anhänger hat, also ein Contractor oder Landscaper, die meistens so große Anhänger haben, wäre die Garage ideal, aber die bringt keinen Mehrwert, wenn man da nicht rankommt. Die Garage und das damit verbundene Einkommen sind ja dann gar nichts wert, wenn ein Contractor oder jemand, der das Gebäude hinten mieten würde, da überhaupt nicht mit seinem Gerät rankommt, um es in der Garage unterzustellen. Also der Weg ist wichtig, der Driveway, den zu graden, also den glatt zu machen, den sauber zu machen, vielleicht sogar zu verbreitern, das ist teuer. Das geht auch kaum, weil überall links und rechts sind ja Grundstücke. Das heißt, das wird ein Problem geben für diese Halle da hinten. Die Einnahmen, na, die sind eher fraglich. Das nächste Problem ist das Zoning. Also das Haus ist eingetragen, steuerlich eingetragen als ein Einfamilienhaus. Klar, es sind zwei Wohnungen in diesem Haus, aber aktuell ist es noch ein Einfamilienhaus. Das muss man rezonen. Das kostet Zeit und somit Geld. Und ja, wie gesagt, wenn es gerezoned ist von einem Ein- zu einem Zweifamilienhaus, dann kommt da auch nochmal die Gemeinde und erhöht die Steuern ein bisschen, weil es sind ja mehr Einnahmen, ne? Ist ja klar. Das heißt, der Faktor Steuern, der ist auch nochmal ein Fragezeichen hier. Ja komm, du hattest doch schon mehr solche Deals. Was spricht denn gegen den? Ja, ich mag Herausforderungen, aber so ein Projekt im aktuellen Marktumfeld, einfach nein, Finger weg. Diese Problematik wie Reparaturen, diese rechtlichen Probleme, das Zoning und der Driveway zum Beispiel oder der Schimmel, das ist alles nichts Abschreckendes, aber es muss eingepreist werden. Derzeit sind die Verkäufer noch nicht bereit, irgendwie preislich flexibel zu sein. Das werden sie vielleicht noch, wir werden sehen, aber zu diesem Preis ist dieses Objekt einfach ein Finger weg. Nicht machen. Damit hast du es geschafft. Das Ende dieses Videos ist erreicht. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir auf jeden Fall ein Like da. Abonnier meinen Kanal, dann verpasst du keins meiner Videos. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.